Ich Joxe. Und ich die Begleiterin. Und ich weiß jetzt, wer Xena die Rächerin ist. Wie kannst du Xena sein? Du schläfst ja schon, bevor die Anfangstitel kommen. Sie das schon öfter gemacht? Nein. Aber ich bin vielseitig begabt. Es ist der rote Draht. Nein. Der blaue. Wirklich gut. Du hast noch nichts verlernt, Xena. Und du bist boshaft wie eh und je, Ares. Entschuldigt das ganze Theater. Aber ich musste doch sicher gehen. Mir war klar, wenn ich dich richtig herausfordere und dir Gelegenheit gebe, in dein altes Leben zurückzukehren, erwacht in dir deine alte Identität. Mhm. Was willst du, Ares? Was ich will? Das, was ich immer wollte. Dich. Und es wäre deine große Chance, Xena, nachdem wir die Schwelle überschritten haben. Welche Schwelle? Die Schwelle zum dritten Jahrtausend. Die Welt schreit doch geradezu nach einem, der sie führt. Das ist doch eine Aufgabe für dich und mich. Wovon redest du überhaupt? Vom neuen Jahrtausend. Die ganze Welt wird im Chaos versinken. Und als ich der Gruft entkommen bin, in die du mich verbannt hast, wusste ich, in einer Welt ohne Kriegsgötteranbetung musste ich mir was einfallen lassen. Und jetzt weiß ich es und keiner hält mich auf. Ich brauch dazu allerdings menschliche Hilfe. Und so fiel meine Wahl wie immer auf dich. Ich hatte ja immer so eine sentimentale Ader. Wie du weißt. Was willst du von mir? Dich wieder zurückhaben, natürlich. Ich will die Kriegerprinzessin zu meiner Kriegerkönigin machen. Wir waren mal ein gutes Gespann. Ich wusste es damals nicht besser. Und dachte, deine Ideen wären auch für mich das Richtige. Ich denke, darin müsstest du dich sehr wohlfühlen. Jetzt, nachdem du weißt, dass es auch ein anderes Leben gibt, sag mir, macht dir dieses Leben wirklich mehr Spaß? Ich kämpfe für eine bessere Welt. Meine liebe Xena, du hast schon immer für eine bessere Welt gekämpft. Du wolltest sie erobern. Und dann wolltest du über sie herrschen. Immer noch dieselben Argumente. Immer noch dieselben Trumpfkarten im Spiel. Also, was ist Xena? Keine Chance, Ares. Na komm schon, du wirst doch nicht immer noch sauer sein nach all den Jahren. Das ist kein alter Groll. Es ist der alte Unterschied zwischen richtig und falsch, gut und böse. Du hast einfach nichts dazugelernt. Soll wieder der alte Kampf beginnen? Wie du willst. Ah!
Schluss, Auszeit, fertig, das wär's. Ich hab den Kriegsgott K.O. geschlagen. Man verliert einen Biss, wenn man nicht mehr so angebetet wird wie einst. Du brichst mir das Herz. Nur keine Angst, unsterblich bin ich immer noch. Mich kriegt er nicht so schnell aus. Weißt du, eigentlich war mir schon immer klar, dass es so endet. Und du wolltest mich trotzdem wiederhaben. Wie ich schon sagte, ich bin ein sentimentaler Kerl. Harry! Gut, dass du abgehauen bist. Geiler Typ für einen Gott. Warte, ich mach das schon. Annie, ich bin... Harry, ich fürchte, ich muss dir eine unangenehme Wahrheit sagen. Wir zwei sind nicht füreinander geschaffen. Sie ist die Richtige für dich. Du meinst sie? Wenn du nur eine einzige Xena-Folge durchgestanden hättest, wüsstest du, was ich meine.